Ich finde, ein Mensch kann nicht so gut lügen. Ne? Ich bin sowieso nicht der geborene Lügner, ne? Aber ich finde, ein Mensch kann auch nicht so lange gedruckt so lügen, weißt du? Du bist der größte Widerspruch in sich, Mann. Das und vieles mehr konnten wir in den letzten Videos von Mimi sehen. Und immer wieder sah ich dann Nachrichten, dass Mimi irgendwie von ApoRed besessen sei. Ohne ApoRed hätte Mimi nämlich niemals Content. Und er baut seinen Erfolg letztendlich nur auf den allerechten ApoRed auf. Gerade nachdem die Kontoauszüge von ApoRed seitens Mimi geleakt wurden, war dann für viele der Bogen überspannt. Und sie ordneten Mimi als psychisch kaputt ein. Er hat auf jeden Fall sehr, sehr viele Videos zu ApoRed gemacht. Sein Leben ist nur noch ApoRed. Ja, er macht auch krasse Videos, aber wofür? Weshalb? Auf Kosten welcher Person? Auf Kosten ApoReds Person? Das ist einfach nur blindes Gebäsche mittlerweile. Doch die Frage, die sich bei mir stellt, ist eigentlich die Kritik bzw. auch der Hate gegenüber ApoRed gerechtfertigt? Oder wird hier einfach bloß noch grundlos gebasht und ApoRed niedergemacht? Um diese Frage aber etwas genauer zu beantworten und nicht nur diesen Psychostempel Mimi drauf zu drücken, zeige ich euch in diesem Video zusammenfassend auf, was ApoRed alles dafür getan hat, um andere fertig zu machen. Also wir drehen einfach mal die Seite um und zeigen jetzt nicht nur, was Mimi gemacht hat, um ApoRed fertig zu machen, sondern auch mal die Gegenseite. Wie er manipulativ lügt, wie er Dinge so zurechtschneidet zu seinen Gunsten und unterschwellig anderen Personen Rassismus unterstellen möchte. Dafür habe ich in diesem Video sehr, sehr viele Punkte von Mimis Entschuldigungsvideos gesammelt und es ist unglaublich, wie viele Dinge bei ApoRed eigentlich falsch liefen und wie krass die Investigativarbeit von Mimi bei diesen Entschuldigungsvideos war. Beginnen wir nun mit den ganzen verwerflichen Taten seitens ApoRed, um schlussendlich ein Resümee ziehen zu können. So stand der Vorwurf im Raum, dass ApoRed die YouTuberin Sylvie Carl sexuell belästigt haben soll in Form einer Schultermassage. Als Carina Pusch Mimis Vorwurf mit einem WhatsApp-Chatverlauf untermauern wollte, sagte ApoRed damals, ohne irgendwas zu wissen, dass der Chat definitiv gefaked sein muss. Und da kommen wir auch schon zur ersten Lüge. Die Verläufe, die sie gepostet hat, waren verfälscht. Die Schriften haben nicht gepasst, alles war schief, etc. Als dann aber bei ApoRed die Stimmen lauter wurden und ihm zuflüsterten, dass er hierbei im Unrecht liegt, ist er schnell zurückgerudert und vertretet die Tatsachen so, dass sich ja Carina angeblich ständig selber widerspricht. Als Carina dann einfach zig Verläufe gepostet hat, waren die Verläufe dann plötzlich doch nicht mehr fake und ApoRed ist einen Schritt weitergegangen und hat dann versucht, Widersprüche in den echten Verläufen zu erkennen. Das sind alles wichtige Facts, okay? Weil Carina wird sich leider so ein bisschen selbst basten mit den Verläufen, die sie gepostet hat, okay? In einer Sache hast du dich ganz groß widersprochen und zwar, du hast ja gesagt, alle sind weggegangen, auch ein Abdel, der auf mich gewartet hat, ist auch weggegangen und ich war mit dir allein im Raum, okay? Das hast du erstmal gesagt in deiner Story. In deiner Story hast du ein paar Chats gelegt, hast du aber diesbezüglich was anderes gesagt. Das wesentlich interessante kommt jetzt hier und zwar hast du gesagt, irgendwann ist der Video mit den Mädels rausgegangen, ich habe eingeräumt, okay? Hier bin ich nicht in den Raum gegeben. Und zwar sagst du hier, dann war der auf Klo und dann kam er an. Also du sagst jetzt, in dem Falle, dass ich da nicht die ganze Zeit in den Raum geblieben bin, wie du es davor zweimal betont hast. Du sagst, ich bin dann aufs Klo gegangen. Ich habe keine Ahnung, warum sollte ich jetzt in den Raum mit fast voller Mädels jetzt sagen, ey Leute, ich geh jetzt aufs Klo. Ich weiß gar nicht, wie du auf diese Theorie kommst, dass ich dann aufs Klo gegangen bin. Erklär mir das erstmal, okay? Und dann sagst du, wie gesagt, ich war nicht in den Raum drin dieses Mal, ich bin jetzt hier rausgegangen. Das ist ein Riesenunterschied. Und dann bin ich, wahrscheinlich, wo dann alle weggegangen sind, wieder reingekommen, wo du dann alleine warst. Das sind komplett zwei verschiedene Sachverhalte, die sich komplett widersprechen. Das heißt, das von der Story und das von einem Chat widersprechen sich so hardcore, dass man sich denkt, ey, da stimmt doch irgendwas gar nicht. Also vor Gericht hättest du hier gar keine Glaubwürdigkeit, gar keine Glaubwürdigkeit. Auch hier log ApoRed schon wieder zu seinen Gunsten, indem er behauptete, dass er die Toilette sonst irgendwo in der Location sei. Und genau deswegen habe sich auch Carina Pusch ganz klar widersprochen. Doch Carina konnte ihn anhand von dieser Aussage allein komplett hops nehmen. Er stellt das da, als hätte ich in einem Chat gesagt, er war die ganze Zeit nur bei uns. Und im anderen Chat hätte ich gesagt, ja, der war irgendwo auf Klo, irgendwo da in der Location, sonst wo. Aber was er nicht erwähnt, ist, dass dieser Raum so aufgebaut ist. Hier unten ist die Tür, die Eingangstür, die sieht man auch in dem Video. Hier sind diese Sessel, Stühle, wie auch immer. Da ist das Fenster, hier ist der Schminktisch, nicht geschminkt, aber genau da ist das Bad. Man sieht sogar in dem Video den Eingang da von dem Bad. Also vor Gericht hättest du hier gar keine Glaubwürdigkeit, gar keine Glaubwürdigkeit. Weiter geht es damit, dass ApoRed außerdem seine eigenen Videos so manipuliert, dass er im Recht liegt. Das konnte damals Mimi auch ganz gut aufzeigen. Du siehst hier weder ein Abdel, der draußen auf mich wartet, sonst siehst du irgendeinen von den Jungs. Wir waren hier weg. Hier, du kannst hier die Aufnahme reinziehen, dieses schwarze Ding hier. Hier sieht man Abdel alleine, obwohl ApoRed sagt, dass er mit Abdel und den Jungs weg war. Und Abdel sagt, dass er immer an ApoReds Seite war. Das ist aber äußerst seltsam. Also ApoRed lässt bewusst Sequenzen aus, damit es den Anschein erweckt, dass Abdel ständig an seiner Seite war und er mit seinen Aussagen im Recht liegt. Denn Abdel hat damals ApoRed auch gedeckt. Ist halt doof, wenn man dann im Nachhinein so offensichtlich beim Lügen erwischt wird. Und da sind wir gerade mal am Anfang. Seine gesamten Lügen und Manipulationen, die er so an den Tag legte. Im Laufe der Zeit log er dann sogar darüber, dass er angeblich vier Zeugen hätte, die bestätigen können, dass ApoRed im Recht liegt
und sie würden dies auch vor Gericht aussagen. Ich habe gesagt, dass ich 4 Zeugen habe, mittlerweile sogar mehr, die gegen dich aussagen würden und sagen würden, dass das, was du sagst, nicht wahr ist und dass sie es auch nicht so wahrgenommen haben. Auch wieder eine Lüge, um die Gegenpartei unglaubwürdig zu machen und um sie gegebenenfalls sogar einschüchtern zu wollen. Apropos Manipulation. Während Carina Pusch sehr reflektiert und erwachsen die ganze Thematik behandelte, versuchte ApoRed ihr noch den dicken Lügenstempel aufzudrücken. Also ich mag dich heute auch nicht. Sei doch einfach ehrlich. Warte, was ist das? Kannst du noch ruhig schlafen. Ich kann noch ruhig schlafen mit so einer Lüge. Ganz ehrlich, Carina. Okay. Wie doll musst du mich hassen, dass du krass lügst? Ich hasse dich nicht. Richtig, richtig. Und das ist das Ding. Es ist kein Ding. Und zwei, das ist so, du willst einfach nur nicht als der Typ dastehen, der Frauen belästigt hat. Carina, lass mal umreden. Ich merke, du hast mich absolut. Also lass mal bitte umreden. Ich will eigentlich nichts mehr von dir. Dreckige Lügnerin. Ist halt jetzt wirklich doof, dass Carina im Nachhinein nahezu überall recht hatte und ApoRed ihr dann Lügen und Hass vorwirft. Und das, obwohl er selbst ständig auf Gott geschworen hat, dass er doch nicht lügen würde und so weiter. Nein, 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 der Backslash, ich schwöre bei Gott, der kam gar nicht. Ey, Unge, nicht, dass du was falsch verstehst, ne? Das Video kam ja irgendwie 2016, ne? Das Video hatte sogar 90% positive Bewertung, ne? Ich habe das Video mit 90% positive Bewertung gelöscht. Auf Twitter findet man immer noch vereinzelt Screenshots unter dem Hashtag Bombenprank von verschiedenen Leuten und auf YouTube findet man noch alte Videos, wo Leute drüber reden. Bevor du das Video gelöscht hast, waren es deutlich über 50% Dislikes. Ich schwöre euch bei allem, was mir lieb und heilig ist, ich schwöre bei Allah, meinem Gott, ich schwöre bei Gott, ich habe das nicht gemacht, ich habe sie nie gesehen. Ich gehe freiwillig in die Hölle, ne? Ich glaube an den Islam, ne? Und ich gehe freiwillig in die Hölle, wenn ich diese Frau irgendwie mal was mit ihr zu tun hatte, okay? Ich schwöre bei Gott, ich schwöre bei Allah, ich schwöre bei Gott. Ich kann nur sagen, ich schwöre bei Gott. Ich kann bei Gott schwören. Ich kann bei Gott schwören. Ich habe ja schon wieder bei Gott geschworen. Guck mal, ich kann nur bei meinem Gott schwören. Bei meinem Gott kann ich nicht schwören. Bro, ich schwöre dir bei Gott. Es gibt keine Beweise, weil ich bei Gott nichts gemacht habe. Ich schwöre bei Gott. Und ich kann nur sagen, ich schwöre bei Gott. Ich schwöre bei Gott. Ich schwöre bei Gott. Ich schwöre bei Gott. Ich schwöre dir bei Gott. Bro, das ist meine Wahrheit. Ich kann nur bei meinem Gott schwören. Also, er schwört immer wieder auf Gott, dass er nicht lügen würde. Und er wird jedes Mal exposed, dass er gelogen hat. Das ist wirklich insane. Da erkennt man einfach, wie manipulativ er spricht, um anderen Leuten der Lüge zu bezichtigen. Des Weiteren log er auch noch damit, dass er Sylvie Carlson angezeigt hat. Vermutlich deshalb, um seine Glaubwürdigkeit nochmal zu untermauern. Jedoch kam dann heraus, dass das nie geschah, weil Sylvie Carlson nie etwas falsch gemacht hatte. Und außerdem wollte er noch mit seinen unzähligen Anwälten Sylvie oder Carina komplett hops nehmen, da sie laut ihm dreckige Lügner sind. Ja, kannst ja googeln, ne, aus Hamburg. Das sind meine Anwälte, ne? Das sind meine offiziellen Anwälte. Ich habe denen das Ganze schon weitergeleitet. Oh mein Gott, Digga. Ich hoffe, es wird bald einen Gerichtstermin geben. Dann will ich mal sehen, wie du auseinandergenommen wirst, du dreckige Lügnerin. Auch das ist eine Lüge, denn eine Anzeige wurde hierbei nie erstattet. Das war wahrscheinlich auch wieder bloß ein manipulativer Einschüchterungsversuch seitens ApoRed. Genauso schwierig ist es auch, dass ApoRed zuerst Carina rassistische Züge unterstellt hat, obwohl es dafür einfach keinen ersichtlichen Grund gab. Sie schrieb nämlich in ihrem Chatverlauf, dass sie nach einer Massage mit ApoRed erstmal ihre Schultern mit Salzsäure abwaschen müsste, wenn dies geschehen würde. Das hat doch aber nichts mit der Herkunft von ApoRed zu tun. What the fuck? Was für ein Abschaum musst du mich halten, dass du sagst, dass wenn ich dich anfassen würde, dass du es mit Salzsäure waschen würdest? Bin ich so ein Abschaum für dich? Bin ich so dreckig für dich? Das Thema mit der Schulter und das Thema hatten wir auch, ne, dass ich dir angeblich an die Schulter angefasst habe und du es ja mit Salzsäure waschen musst, weil ich ja so der unterirdischste Schmutz auf dem Universum bin, anscheinend in deinen Augen. Ja, man kann natürlich darüber diskutieren, ob man so Sachen wie Salzsäure und so erwähnt, ne, weil das grenzt schon meiner Meinung nach fast nach Rassismus. Aber nicht nur Carina unterstellt der fast Rassismus, sondern auch ihrem Freund Tom, da er ein T-Shirt mit einem Halbmond getragen hatte. Dann wirft er meinem Freund Tom indirekt vor, dass er ein Nazi ist oder zumindest irgendeine Abneigung gegen die Türkei zu scheinen hat, weil Tom im Livestream halt dieses T-Shirt getragen hat. Fuck off humans. So, das ist ein T-Shirt von Killstar und aufgrund des Mondes hat er sich zusammengereimt, dass Tom anscheinend eine Abneigung gegen die Türkei hat. Und jeder, der im Alternativ- und Gothic-Bereich die Klamotten kennt oder gerne trägt, der weiß, dass ein Mond auf sehr vielen Klamotten ist. Und gerade bei Killstar ist das so das Motiv. Hier ist ein Mond, hier ist ein Mond, hier auf diesem Kissen, was ja auch von Killstar ist, ist ein Mond. Das ist halt das Logo, weil es einfach in dem Gothic-Alternativ-Bereich halt so ein typisches Witchy-Symbol ist. Und die Marke setzt sich offiziell gegen Rassismus ein. Selbst die Models auf der Homepage sind von dick, dünn, schwarz, weiß, alles bunt gemischt. Und wie kann man da bitte drauf kommen, dass das in irgendeiner Weise eine Abneigung gegen die Türkei ist? Tja, wie kann man darauf kommen? Ich denke, es ist ganz einfach. ApoRed versucht halt wirklich in jeder Hinsicht Angriffspunkte zu sammeln, um anderen etwas zu unterstellen. Hauptsache, er steht im positiven Licht. Das bewies er ja schon vorher immer wieder und auch danach hat er das immer wieder getan. Mittlerweile weiß man aber durch Mimi noch so viele weitere Details, bei denen ApoRed offensichtlich gelogen hat. Sei es Beispiel bei Gewinnspielen, die ApoRed nie auflöste, obwohl Mimi ihm immer wieder darauf aufmerksam machte. Und das passierte nicht nur einmal, sondern mehrfach. Luca hat gewonnen. ApoRed hat ihn geherzt, angepinnt
Und Luca hat sein Insta gesagt und ApoRed auch auf Insta angeschrieben. Luca hat seit über 4 Monaten nicht seinen Controller bekommen und wird seit Juli einfach ignoriert und 3 Süßigkeiten-Boxen verlost, alles im Wert von 10.000 Euro. Ist mittlerweile über 11 Monate her. Kein einziger Gewinner hat bis heute etwas bekommen. Selbst nachdem ich letztes Jahr darauf hingewiesen habe, dass da bis jetzt keiner was bekommen hat. Und da ein ApoRed keine Argumente hat, da er beim Verarschen der Leute immer wieder von Mimi exposed wurde, unterstellt er dann Mimi lieber mal eine psychische Krankheit, weil er gerne fesselt und Videos gegen ApoRed macht. Auch eine perfekte Methode, um zu versuchen, die Glaubwürdigkeit von Mimi runterzuspielen. Sagt, dass Mimi ein Psychopath ist und hast dann hinterher gesagt, nein, ich habe das gar nicht gesagt. Was sagst du denn dazu, Bro? Guck mal, ich bin der Meinung, dass er psychisch krank ist. Also das ist meine Meinung. Ich hab ja mit Leuten zu tun, die Psychologie studiert haben. Ich habe selber so ein bisschen Menschenkenntnisse. Ich finde, seine Praktiken mit seiner Freundin in der Öffentlichkeit ist nicht normal. Und es ist auch statistisch gesehen auch nicht normal. Unabhängig davon, ja, scheiß mal auf Statistik jetzt. Also die Statistik würde ich jetzt hierbei gern mal sehen. Oder lügt und unterstellt ApoRed Mimi etwas, um die Leute auf seine Seite zu bringen. Obwohl er hierbei offensichtlich im Unrecht ist. Also auch mit seinen Aussagen, dass er ja ganz viel Geld habe, um Wohnkomplexe in Istanbul erbauen zu lassen. Oder dass er eine heftige Wohnung mit einem Fahrstuhleingang hat. Ist halt auch alles gelogen. Es ist generell gefühlt alles gelogen. Es gibt kaum einen Punkt, wo ich sagen würde, ey, das ist wirklich real. Genauso wie sein angeblicher Fuhrpark mit 5 Autos, die er doch besitzen sollte. Und selbst über so banale Dinge wie Haartransplantationen hat ApoRed gelogen. Selbst wenn, ja? Also ich bin ehrlich, ich habe wahrscheinlich die Haare von meiner Mama geerbt und sie hat echt stramme Haare. Ich hab eigentlich auch noch relativ stramme Haare. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass ich jetzt eine Halbglatze auf den Kopf bekomme. Das heißt, selbst wenn der erblich bedingte Haarausfall gefördert wird, der scheint bei mir einfach gar nicht so richtig am Start zu sein. Deswegen, Leute, macht kein Auge. Auch das konnte widerlegt werden, weil ApoRed sich eine Zeit lang nicht zeigte und Mimi aufzeigen konnte, dass ApoRed genau in dieser Zeit, als er sich nicht zeigte, eine Haartransplantation durchführte. Was vor allem noch nicht mal schlimm ist. Niemand stört es und niemand würde sich darüber beschweren, wenn er eine Haartransplantation hat. Bei jeder noch so kleinen Sache lügt uns ApoRed an und ich frage mich hierbei wirklich, hat er irgendwie einen Fetisch, Leute anzulügen? Fühlt er sich dabei cool oder so? Es ergibt für mich wirklich hierbei null Sinn, dass er zum Beispiel bei Haartransplantation das alles verschweigen will oder über seine Insolvenz lügt. Wobei ich bei der Insolvenz lüge, könnte ich das noch mehr nachvollziehen, da das vielleicht Scham erzeugen könnte und dieses Image dann nicht mehr aufrechterhalten wird. Aber eine Haartransplantation, Junge, wen juckt die Scheiße? Und obwohl man hierbei erkennen kann, dass sich ApoRed ein glasklares Lügennetz gebaut hat, ist und war er immer der Meinung, dass er niemals eingeborener Lügner war. Ich bin ehrlich, Unge, ich finde, ein Mensch kann nicht so gut lügen. Na, ich bin sowieso nicht der geborene Lügner, na, aber ich finde, ein Mensch kann auch nicht so lange gedruckt so lügen, weißt du? Also das dachte ich ehrlich gesagt auch nicht, bis ich die unzähligen Videos von Mimi gesehen habe. Und ständig beklagt er sich dann noch über Mimi und seine besessenen Art und dass die Beweise ja nicht wirklich aussagekräftig sind. Und jetzt, wo Mimi einen 1000-prozentigen Beweis in Form von Kontoauszügen hat, heißt es dann wieder von den Zuschauern, boah, also der Mimi, der übertreibt ja wirklich maßlos. Wie kann er denn sowas zeigen? Der ist ja mal völlig abhängig von ApoRed. Und ich denke mir dabei halt nur so, what the fuck? Was ist falsch mit euch? Klar ist das Zeigen von Kontoauszügen eine ziemlich private Sache. Es ist auch strafbar und muss auch nicht sein. Aber ihr fordert die ganze Zeit heftige Beweise, dass man jetzt endgültig sagen kann, ApoRed ist ein Lügner. Dann bringt Mimi diese Beweise und auf einmal sagt ihr, also übertreibt wirklich maßlos. Das ist doch genau das, was ihr immer von Mimi verlangt habt. Und jetzt habt ihr den Beweis. Doch ist es nun so, dass ApoRed zu Recht kritisiert und gehatet wird? In meinen Augen muss ich sagen, leider schon. Mit seinen ganzen Aktionen, die leider ständig von irgendwelchen Volltrotteln runtergespielt werden, hat er genau das versucht, was er eigentlich Mimi vorwirft. Manipulation, Lügen und jede Menge Unterstellungen. ApoRed ist derjenige, der versucht hat, Carina und Tom unterschwellig als Rassisten darstellen zu wollen. Er manipuliert Situationen so, dass er glaubwürdiger rüberkommt, wie in dem Falle, als er Videosequenzen so rausgeschnitten hat, damit man nicht erkennen konnte, ob Abdel in der Zeit weg war oder ob er noch bei ihm war. Er lügt über nahezu alles zu seinen Gunsten und jetzt wundern sich die Leute, dass auf einmal wirklich sehr starker Gegenwind gegen ApoRed kommt und Mimi der Besessene ist? Wir können Mimi eher dankbar sein, dass sie sich die Zeit nimmt, um einen Lügner in dieser Form hops zu nehmen. Das ist wirklich Investigativarbeit vom Feinsten, gepaart mit wirklich guter Unterhaltung und das sollte man vielleicht anerkennen. Deshalb kann man nur sagen, Kritik und Unverständnis ist bei ApoRed völlig angebracht, auch wenn es nicht immer etwas bringt. Er hat nun mittlerweile wirklich genügend Aktionen gebracht, die komplett irrational waren. Was aber dennoch deplatziert ist, sind Beleidigungen gegenüber ApoRed oder
irgendwelche Drohungen. Sowas wird niemanden dazu bringen, seine Meinung zu ändern, und es wäre vielleicht auch ganz gut, erwachsen und reflektiert zu handeln, denn wir müssen uns ja nicht auf das gleiche Niveau begeben wie manch anderer Vollidiot auf dieser Plattform. Deshalb seid in der Hinsicht immer konstruktiv, lasst auch super gern Kritik da, aber nicht in beleidigender Form. Durch die jetzt öffentliche Insolvenz bin ich definitiv gespannt, wie sich ApoRed dazu äußern wird oder ob er überhaupt etwas dagegen sagen wird. Ich hoffe ja immer noch, dass er sich eines Tages reflektiert, seine Fehler einsieht und sich deshalb auch bei seiner Community entschuldigt. Ich denke zwar nicht, dass das Ganze passieren wird, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Was meint ihr? Denkt ihr, er kommt eines Tages zur Einsicht, oder habt ihr hierbei auch Zweifel, dass er sich eindeutig zu stolz ist, um das vor der Kamera öffentlich preiszugeben? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen, und damit wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und wie heißt es so schön? Stänkchen an Zwängchen, euer Alpha Kevin und ciao. Wenn du was verfolgst, dann das Verfolg ist wirklich wie eine Art mit einer gewissen gesunden Besessenheit. Nicht nur den Fokus drauf richten, sondern wirklich daran festbeißen, bis es durch ist. Yo, alles klar, Diggi.